Heute klären wir euch über den Medium-Konsum auf, erklären euch, was für Gefahren im Internet laufen können und welche Einflüsse es auf euer Leben hat. Ihr kennt es bestimmt alle. Ihr sitzt am Tisch, macht eure Hausaufgaben und werdet ständig von eurem Handy abgelenkt. Das kann dazu führen, dass ihr die Konzentration auf etwas anderes legt. Kommen wir nun zum Medienkonsum und deren jeweiligen Auswirkungen. Disclaimer: Alle aufgeführten Informationen sind Studien entnommen. Die Quellen sind in der Videobeschreibung aufgeführt. Außerdem sind es lediglich Statistiken und sollen ausschließlich die Gefahren des Medienkonsums zeigen. Pandemie und Mediennutzung. Diese Statistiken beziehen sich auf 6- bis 13-Jährige in der Corona-Pandemie. Es wird erwähnt, dass beinahe 50% ein Streaming-Abo wie Netflix oder Amazon Prime haben. Schon im jungen Alter benutzen ungefähr 70% das Internet. Cybermobbing. Tatsächlich leiden ungefähr 20% der Schüler Deutschlands unter Cybermobbing. Die Anzahl der Betroffenen liegt schon bei Grundschülern ungefähr bei 10%. Bei Schülern über 18 Jahren liegt diese Anzahl bei knapp 55%. Ein Viertel der Cybermobbing-Opfer gibt an Suizidgedanken zu leiden, was dieses Thema sehr wichtig macht und zeigt, wie gefährlich soziale Medien sein können. Gesundheitliche Auswirkungen. Die Nutzungsdauer von sozialen Medien stieg von durchschnittlich einer Stunde pro Tag auf knapp 3,5 Stunden pro Tag seit 2017. Ungefähr 90% der befragten Kinder gaben an, soziale Medien zu nutzen. Es wird erwähnt, dass Jungs im Durchschnitt eine Stunde pro Tag mehr mit Gaming verbringen als Mädchen. 20% der Befragten geben an, sich gesundheitlich schlechter zu fühlen, wenn sie mehr als 5 Stunden pro Tag oder länger soziale Medien nutzten. Beeinträchtigungen im Alltag. Es kann dazu kommen, dass man weniger schläft, wenn man sich mit sozialen Medien und Streaming-Angeboten mehr auseinandersetzt. Das kann dazu führen, dass man sich im Alltag nicht mehr richtig konzentrieren kann. Und außerdem nimmt es oft viel zu viel Zeit in Anspruch. Heute habt ihr kennengelernt, dass das Internet auch Gefahren mit sich bringen kann. Dazu zählen unter anderem auch Streaming-Angebote wie Twitch oder Netflix. Also achtet immer darauf, in welchen Maßen ihr im Internet unterwegs seid und dass ihr es nicht wichtigen Themen wie Freizeit oder Familie oder Schule vorzieht. Falls ihr einen hohen Medienkonsum am Tag habt, haben wir hier einige Lösungsvorschläge, wie ihr dies mindern könnt. Ihr könnt euch beispielsweise euren Tagesablauf einplanen, euch Bildschirmzeiten setzen oder euch mehr auf wichtige Themen wie beispielsweise Schule oder Freunde oder Freizeit fokussieren.